Dem Maientag ging ein langer Krieg voraus, der 3 Jahrzehnte andauerte. Ausgebrochen im Mai 1618, als böhmische Adelige und Bürger aus der Prager Burg 3 Beamte des habsburgischen Königs Ferdinand II. Aus dem Fenster warfen. An dieser Protestaktion, bekannt als der Prager Fenstersturz, entzündete sich ein Konflikt zwischen den protestantischen Ständen Böhmens und der Landesregierung der katholischen Habsburger. Zunächst handelte es sich um einen konfessionell unterlegten Ständekonflikt, der sich zunehmend zu einem Kampf um politische Vorherrschaft in Europa entwickelte. Dabei standen die spanischen und österreichischen Habsburger verschiedenen Gegnern gegenüber, worunter Schweden und Frankreich die wohl prominentesten waren. Der 30-jährige Krieg, wie er im Nachhinein wegen seiner langen Dauer genannt wurde, kostete in Deutschland rund 7 Millionen Menschen das Leben und reduzierte die Bevölkerungszahl auf fast die Hälfte. Ähnlich war die Bilanz für das Herzogtum Württemberg und Göppingen. Die Einwohnerzahl der Stadt, die um 1600 schätzungsweise noch etwa 3000 betrug, sank unter 1700. Die Stadt blieb in dieser harten Zeit von keinem Übel verschont. Inflation und Preiswucher, schwerlastende Quartierkosten für die durchziehenden Truppen und die Pest mussten ertragen und durchlitten werden. Der schreckliche Krieg fand schließlich im Oktober 1648 mit dem Westfälischen Frieden sein Ende. Daraufhin hat dann der Herzog Eberhard in Stuttgart gesagt, bei mir in Württemberg, wir feiern das wieder. Und hat dann befohlen, dass es ein Dank- und Friedensfest zum Ende des 30-jährigen Krieges gefeiert werden soll. Und das war dann am 11.08.1650 war es dann soweit. Es war ein Sonntag. Ja? Das war eine tolle Geschichte. Der Göppinger Bürgermeister hat noch Leichinger geheißen. Wir sind ja hier am Schockenseegelände. Die Leichingerstraße ist gleich in der Nähe. Der Herr Leichinger, der hat sich damals auch gefreut, dass endlich wieder ein Fest hier in Göppingen sein konnte. Und ein Dankfest und ein Friedensfest für die Göppinger. Dieses Dankesfest mündete in einen festen Brauch ein. Bis zum heutigen Tag wurde der Maientag bis auf wenige Unterbrechungen in Kriegs- und Notzeiten über 300 Mal gefeiert. Vieles vom ersten Festablauf hat sich bis heute bewahrt, wie der Festgottesdienst oder der Zug der festlich geschmückten Schulkinder. Anderes hat sich auch den Zeitumständen angepasst. Schon zum Ende des 17. Jahrhunderts wandelte sich der Maientag vom Friedens- und Dankesfest mehr zum Kinder- und Volksfest. Früher war es so, zum Beispiel vor 100 Jahren, wurde der Maientag ja immer in Göppingen am Rathaus, hat es immer begonnen. Und es war nicht immer ein Samstag oder ein Sonntag, sondern das war damals zum Beispiel 1904, war es ein Montag. Und da wurde um 6.30 Uhr wurde entschieden, weil das Wetter auch nicht immer so mitgemacht hat, geht's oder geht's nicht. Und wenn dann die Turmbläser am Rathaus geblasen haben, dann hat der Maientag stattgefunden. Und meistens hat der Maientag immer mit einem Gottesdienst begonnen. Da haben wir sich vor dem Rathaus versammelt und dann ist man vorwärts gelaufen. Der Gustav, das war ein Göppinger Idol, der ist mit seinem Meier nach vorne rausgelaufen. Dann kam das Komitee, dann kamen erst die Stadtväter, dann die höheren Töchter, genau getrennt. Die Töchter, die Knaben und die Buben, evangelische und katholische. Bei den Mädchen gingen die Mädchen der evangelischen und katholischen gingen hintereinander und dann kamen erst die Buben und da waren zuerst die Elementarschüler, dann die Lateinschüler und dann die Realschüler. Und das hatte seinen genauen Ablauf. Und nach dem Gottesdienst hat man sich nachmittags wieder getroffen und ist dann vom Rathaus aufs Festgelände gegangen. Schon früh gehörte zum Maientag der Festplatz, auf dem man sich nach dem Gottesdienst und Umzug der Schüler gesellig niederließ. Je besser die Zeiten wurden, umso weniger war einzusehen, warum nur einen Tag lang gefestet werden sollte. Im 19. Jahrhundert wurde der Maientag dann um einen Tag, den sogenannten Nachmaientag, verlängert. Da war es nur logisch, dass später auch noch ein sogenannter Vormaientag sich hinzugesellen konnte und das Fest mit 3 Tagen eine angemessene Dauer hatte. Doch nicht nur die Länge, auch der Standort des Maientagsfestes hat sich über die Jahre verändert. Und vor 100 Jahren war das Festgelände nicht wie hier im Hintergrund der Schockensee, sondern es war der Nonnenwasen. Der Nonnenwasen, der ist heute dort, wo der städtische Betriebshof sich befindet. Und das Gelände des Maientags war oft einem Wandel unterzogen. Wenn man überlegt, der Göppinger Maientag, der hat mal an der großen Viehweide, das ist also Richtung Oberholz, hat er stattgefunden. Dann beim Sonnenwirt.
Sonnenwirt, die Gaststätte Sonne, die war früher in der Sonnenbrücke. Das von der Orientierung, dass man es heute weiß, da war ein großes Gelände. Dann ist er umgezogen, 1858, raus zum Betriebshof, und zwar entlang vom Betriebshof, heute Richtung Eislingen. Da stehen heute noch die Kastanien, dann in der Schützenkeller und dann in der Goetheplatz. Der Goetheplatz ist dort, wo heute die Stadthalle steht. Schließlich kam die Zeit der Nationalsozialisten. Die Ausgestaltung des Maientags entfernte sich immer mehr vom Sinngehalt des alten Dank- und Friedensfestes. So wurde 1936 den jüdischen Kindern die Teilnahme am Fest verwehrt. 1939 wurde die Eröffnung des Festtages mit Gottesdienstfeiern in den Kirchen aufgegeben. Stattdessen lud Oberbürgermeister Dr. Pack zur Morgenfeier auf den Adolf-Hitler-Platz, wo er, wie die Zeitung wertete, eine gehaltvolle Ansprache hielt und die Jugend dazu aufforderte, Bannerträger des deutschen Glaubens und des nationalsozialistischen Willens zu sein. Am Schluss seiner Rede prophezeite er den Schülerinnen und Schülern eine glänzende Zukunft. Wenige Monate später war Krieg. Für ein Friedens- und Dankesfest gab es erst nach dessen bitteren Ende im Jahr 1947 wieder Anlass. Nach dem Krieg, der erste Maientags-Festgelände war zwischen Göppinger Freibad und der Bereitschaftspolizei. Und dann ist man die ganzen Jahre schon relativ oft umgezogen. Bodefeldschule, Zürnerschaftsstadion, Jahnstadion. Und dann hat man endlich eine Bleibe gefunden. Und zwar hier im Hintergrund 1958, hier auf dem Schoggensee-Gelände. Schoggensee, das waren die Gebrüder Schock. Das war hier früher ein See, der später dann mit dem Aushub der Stadthalle aufgefüllt wurde und dann zum Festgelände von uns Göppinger geworden ist. Aber so, wie es heute aussieht, hat es damals nicht ausgesehen. Da war eine Hohenstaufenhalle da. Heute heißt es ja EWS Arena, Ernst Weigele und Söhne. Sondern es war der Schoggensee. Und auf diesem Schoggensee-Gelände hat es damals alles stattgefunden. Da waren Holzpalisaden außenrum. Das waren die Absperrungen. Und dann wurden Holztribünen für die Ehrengäste aufgebaut. Und das Ganze hat sich hier im Freien abgespielt. Im Wandel der Zeit war jedoch nicht nur der Festplatz. Mit Oberbürgermeister Dr. Herbert König war 1954 ein Mann ins Göppinger Rathaus gekommen, der für den Maientag sofort ein offenes Ohr und Herz besaß, nachdem er den ersten Festzug beobachtet hatte. Ein Jahr später regte er bereits bei seiner Maientagsansprache den gezielten Ausbau von historischen Festzugsbildern aus der Stadtgeschichte an. Der historische Teil, der zeigt dann die ganze Stadtgeschichte auf, die wir heute eigentlich relativ gut kennen. Mit Stadtbrand, Barbarossa zog ein, Gepo hat Göppingen gegründet, der Alemannenfürst. Und so setzt sich dann das Ganze zusammen. Und eine weitere Person hat den Göppinger Maientag maßgeblich geprägt. Nämlich der damalige Bürgermeister Dr. Alfred Schwab. Er führte die sogenannte Maientagsplakette ein. Jeder Göppinger hat daheim so ein kleines Schmuckkästle, zumindest die, die ich kenne. Und dann kommen dann die ganzen Maientagsplaketten der letzten Jahre hervor. Die werden nämlich alle gesammelt. Und dieses Jahr haben wir ein besonderes Jubiläum. Da hat man nämlich 5 neue Plaketten. Die Plaketten hier vom Göppinger Maientag. Und die haben eine aus Holz. Die sind jetzt 70 Jahre alt. Die gibt es jetzt seit genau 70 Jahren. Ich habe relativ viel, aber 70 habe ich nicht. Aber die ersten waren aus Glas. Und wenn ihr da mal eine bekommen könnt, das wäre eine tolle Geschichte. Die haben wir, da habe ich jetzt noch keine gesehen, aber im Städtischen Museum bin mir sicher, dass der Dr. Sieber auch welche hat, der wird es demnächst mal wieder anschauen müssen. Anschauen muss man sich am Maientag auch den Festzug der Schulen, der im Rahmen des Maientags nicht mehr wegzudenken ist. Während in früheren Jahren die Grund-, Haupt- und Sonderschulen ihre Themenbereiche wie Märchen, Blumen, Tiere und Handwerker mit schuleigenen Kostümen zeigten, konnten ältere Jahrgänge wie Gymnasiasten damit nur bedingt etwas anfangen. Das änderte sich, als nach und nach Gruppen in gemieteten Kostümen geschichtliche Ereignisse in und um Göppingen darstellen durften. Der Festzug von 1650 eröffnete damals jene Serie, zu der bald die Barbarossa-Gruppe, Stadtbrand 1782 oder auch Römer und Alemannen gehörten. Gebäudemodelle kamen nach und nach hinzu. Eisenbereifte Wagen mussten beschafft werden und stilecht gestaltet werden. All diese Voraussetzungen ließen sich erreichen, weil gute Ideen vom Stadtarchivar samt Lehrern und Schülern und den Verantwortlichen auf dem Rathaus in die Tat umgesetzt werden konnten.
Einer, der heute im Rathaus sitzt, früher aber wiederum auch immer an den Umzügen teilnahm, ist Oberbürgermeister Alexander Meyer. Als Kind ist das Allergrößte, bei meinem Tag mitzulaufen. Also ich bin oft mitgelaufen, natürlich, klar, mit den Schulen immer. Wir durften uns verkleiden und einmal war ich auch beim historischen Umzug dabei, da war meine Schule dran. Da durfte ich das Schild tragen, Bau der Stadtkirche 1619, das weiß ich noch ganz genau. Und das ist einfach toll, wenn man da durchläuft, am Straßenrand stehen. Die Familie, die Eltern, die Großeltern winken einem zu. Es ist einfach ein Erlebnis und man merkt, dass man irgendwie Teil von was ist, von so einer Tradition. Das ist einfach eine schöne Sache. Also ich glaube, das muss man als Kind in Göppingen, muss man das einfach mal mitgemacht haben. Doch auf das Menschengedränge am Straßenrand muss man wohl auch in diesem Jahr verzichten. Denn die Corona-Pandemie ist noch allgegenwärtig. Nichtsdestotrotz möchte man zumindest teilweise den Maientag 2021 im Gegensatz zum komplett abgesagten Maientag im vergangenen Jahr begehen. Wichtig ist, dass der Maientag stattfindet, egal wie. Es ist so ein bisschen, es soll ein bisschen ein Signal sein, ja, auch so nach diesen schwierigen Monaten jetzt, dass es trotzdem weitergeht und dass wir uns jetzt auch nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir trotzdem immer noch auch feiern können. Ja. Und deshalb wird es sicherlich nicht so wie sonst, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir es machen und finde es schön, dass der Maientag in irgendeiner Form zumindest stattfindet und die Tradition aufrechterhalten bleibt. Der Maientag 2021 wird also anders begangen als die Maientage zuvor. Wichtig ist jedoch, dass er überhaupt stattfindet, um an das wichtigste Fest in Göppingen zu erinnern, in der Hoffnung, dass im kommenden Jahr, am 28. Mai 2022, der Maientag wieder in seiner gewohnten Form in Göppingen veranstaltet werden kann.